Herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade Part 2, zu dem spannenden Part, also zu den, jetzt kommen immer noch spannendere Parts, weil das Turnier war jetzt, ich will nicht sagen langweilig, aber es war sehr seltsam. Und diesen Part werden wir wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, es wird so sein, werden wir eine Bande aufsuchen von Banditen und werden sie bekämpfen. Ich werde mir Truppen holen. Und ja, das erste, was ich jetzt mal machen werde, ist in mein Inventar schauen, mal gucken, was ich da schon habe. Wo geht das denn? Hier. Warum habe ich zwei zerlumpte Kapuzen? Na gut. Ah, ich habe ja eh nichts auf dem Kopf. Geil, sieht das stylisch aus. Was? Oha. Okay. Ja, dann will ich mir jetzt erstmal Truppen holen, oder ich sollte den angreifen. Ich greife den erstmal alleine an. So, die haben ja nichts an. Hier. Ich habe ja einen Sonnenschutz. Ah, herrlich, ich bin Assassini. So, ich habe meinen geilen Bogen. Und so ein altes Drecksschwert. Ich muss alles nochmal aufrüsten. Ja, das Schwert ist scheiße, alles ist kackis. So, da! Ich dachte, die kommen von da hinten. Mal schauen, ob ich hier einen treffe. Ach du Scheiße, ey. Brittenes Bogenschützen ja noch gar nicht, ey. Okay, kann ich knicken, ey. Zack und... Headshot. Und er lebt noch, ey. Das ist so geil. So. Was ich geil finde, dass die Pfeile da so stecken bleiben und nicht direkt wieder... Oh, guck dir das an, ey. Bei dem glaube ich das ja noch, weil der so einen Pelz hat, aber... Okay, ich sollte jetzt mal nicht die ganze Zeit mit dem Bogen rumlaufen. Ja, genau. Zack. In your face, bitch. Zack. Und ja. So, dann können wir jetzt aufleveln, wenn wir auf Stufe 5 aufgestiegen sind. So. Unsere Oma, wie ich finde. So, alles wieder, alles mal mitnehmen, weil wir können ja was verkaufen. Jetzt gehen wir auf C, meine ich. Ja, hier. Schön. Oh, der hat aber... Oh, Alter. Ist ja geil. So, Stärke. Was können wir denn noch machen? Brittenes Bogenschießen wäre mal ganz, wäre mal nicht schlecht. So, mache ich jetzt mal. Und bevor ich die bekämpfe da, und den da vor allem, hole ich mir mal Truppen. Boah, ich habe jetzt genug Geld und ich werde jetzt... Boah, ich muss was rülpsen, ey, das ist unglaublich. Alles verkaufen. Normal sollte man die Waffen da und da, aber ist eigentlich egal, oder? Ich weiß gar nicht. So, Essen habe ich noch genug. Und jetzt gehen wir mal in die Schenke. In der Schenke findet man die ganzen Soldaten und alles. Was haben wir hier? Den Wachmann haben wir hier. Den Wachmann. Wie viel... Ah, er will... Ah, da kriege ich sechs. Sechs von den Wachmännern. Oh, die kosten aber wenig. Jetzt habe ich sieben Wachmänner. So. Jetzt reiten wir nun geschwind nach Uxkal zurück, um uns eine weitere Einheit zu besorgen. Oh, Freunde. Ich bin noch nicht so gut. Deshalb würden... Sonst würden die mich nicht verfolgen. Ja gut, Wachmänner sind ja nicht gerade so, was ganz Tolles, ne? Und vielleicht sollte ich mir eine neue Rüstung und alles holen. Nicht wahr? Ist es nicht so? Aber erst hole ich mir Truppen. Karawanenwache. Wie viel will der? Sieben Leute. Geil. So, jetzt gehe ich zurück und schaue mir im Marktplatz die Waffen an. Langschwert. Zweihändig. Zweihändig. Ich will nichts Zweihändiges. Aber wir haben noch genug Denare. 29, 20, 31, 26. Das ist ja krass. Moment. Ich muss jetzt gleich niesen. Ach, nee, doch nicht. Okay, alles super. Ja, das ist ja prächtig hier, was wir uns holen können. Das ist ein geiler Helm. Den will ich unbedingt haben. Ja, der ist so geil. Ich finde den einfach nur spitze. Oder vielleicht hole ich mir erstmal den hier, aber ich will erstmal auch hier so eine Brust. Quatsch. Eine Brust, genau. Ich will erstmal eine Brust. 39, 39, 39. So, willkommen zurück. Bei mir ist gerade Mountain Blade abgeschmiert. Ich bin ja zwischen da im Gerede abgeschmiert. So, ich habe in der Zwischenzeit meine die Wachen halt noch gekauft und ein bisschen von der Rüstung erneuert. Ich sehe dann halt jetzt so, Moment, bin ich? So aus. Und habe auch deshalb auch nur noch 98 Dinare und ja, ich habe hier gerade Banditen gesehen, die wir jetzt noch mal angreifen, weil ich habe ja jetzt ein paar Truppen.
Und die werde ich hier zum Angriff führen. Und ja, wer wird hier meine Arme brechen? So, seht euch das an. Ist das nicht schon mal ein toller Trupp? Ich finde das schon gut. Elite-Schwert, nee, Landsknecht-Schwertkräfte, Landsknecht-Schwertkämpfer und Armbrustschützen. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil für die, wenn man hier den Berg hochläuft. Und ja, mal schauen, ob wir hier die Feinde noch besiegen können. Da hinten sind die erst. So, ich sehe die gar nicht. Ach, da sind sie. Guck mal. Die nackig bis auf die Unterhose ausgezogen. So werdet ihr auch im Grabe liegen. Oh, fuck. Ich will... Wo bist du? Ich sehe nichts. So, habe ich den jetzt? Das ist ja geil. Ich habe den mit meinem Pferd bewusstlos geschlagen. So. So, ich habe den letzten Kill gemacht. Oder? Ne, doch nicht. Wo ist der nächste? Letzte. Jetzt haben wir gewonnen. Und halt, wenn man wieder sieht, sie freuen sich. Wunderschön. Wunderschön. Keinen Verlust. Ist doch toll. Plünderer. So, die nehme ich gefangen. Hä? Ich will die gefangen nehmen. Ihr müsst die fertig gefangen... Okay, alles klar. Das nehmen wir alles mit. Schön verkaufen. Zack. Und dann gehen wir mal wieder nach Praven. Hallo? Ich take die Hobbits to Ravengard. Okay. Praven. So, Schenke. Mal schauen, was wir... Ich wollte doch gar nicht hin. Mal schauen, wie viel die kosten. Ja, genau. Aber hallo. Aber ich glaube, ich habe eh die maximale Anzahl an Typen erreicht, die ich im Moment nehmen kann. Ich muss aufrüsten, ich muss mehr kämpfen und dann kriege ich, steige ich das Level. Mal schauen, was ich hier alles verkaufen kann. Was ich jetzt tun sollte, ich sollte mir noch was kaufen. Warenhändler, was hole ich mir denn? Ich hole mir einen Fisch. Der kostet 64. Ist ja total überteuert, ey. Das ist echt so krass. 64 für ein Stück Fisch. Wir wollen dann hier richtig abzocken. Kann ich jetzt? Ah ne, ich habe ja die... Hab ich schon wieder vergessen. Hm. Ich erreicht das maximal. Und mein Ziel ist es ja, wie folgt, so eine Burg zu besitzen. Und da auch meine Einheiten zu stationieren. Ich denke, im nächsten Part sollten wir genug Männer zusammen haben, um uns mit einem zu verbünden. Ich denke, wir nehmen hier Praven, Uxkal, da hier. Ich denke, wir gehen da nach Praven, weil so hatte ich das auch mal auf meinem Erstplayer. Auf der Flucht vor Affenkopf. So, dich kriege ich, mein Freund. Dich kriege ich. Nicht ins Gebirge, komm schon. Ihr seid eh wieder beschissene Bogenschützen, ey. Zack. Das ist, nee, Armbrustschützen. So, mein Angriff. So, jetzt könnt ihr euch mal unter Beweis stellen, die Armbrustschützen. Sind die das da hinten schon? Und vielleicht holen wir uns demnächst auch einen Helden. Den Helden können wir ausrüsten, wie wir wollen. Schon eine ganz gute Sache. Brittenes Bogenschießen geht ja im Moment noch gar nicht. Ah, ich mach Schaden. Gut. So, mein Angriff. Zack, weg mit dem. Wenn hier einer stirbt, der ist peinlich. Wenn einer hier von meinen Männern stirbt, das ist richtig peinlich für den. Okay, wenn er tot ist, ist ja für ihn nicht mehr peinlich. Der soll sich schämen. Der soll sich im Grabe wenden. Was bringt dir das jetzt, die Armbrust rauszuholen, du Vogel? So, den letzten Kill.
Komm schon, komm schon. Ich will den. Ja, Mann. Last Kill. Nee, doch nicht. Oh, das ist ja wieder so Kill-Stiller. Kill-Stealer. Richtig geil, ja. Das nehme ich jetzt mal nicht mit. Kaufpreis. Aha. Und Verkaufspreis? Egal, ich nehme es einfach trotzdem mal mit. So. Einige Soldaten können befördert werden. Mal schauen, was können wir denn hier befördern? Karawanwache. Aktuell Reiter, genau, zu Landsknechtreiter. So, jetzt können wir uns ja hier auch selber wieder... Wir nehmen die Truppen, machen wir mal höher. Und Anführerschaft machen wir mal. Anführerschaft haben wir schon 2. Trotzdem mache ich das mal, da kann ich mehr Truppen nehmen. Jetzt können wir mal schauen. Jetzt kann ich schon 36 Truppen mitnehmen. 36, das ist doch schön. Jetzt gehe ich nach Braven. Und ja. Und dann werden wir uns im nächsten Part werden wir uns dann mal diesem Königreich Braven, was heißt, nee, Königreich Swardien anschließen. Das sind die ganzen Roten alle. Und werden ein paar Missionen machen und dann werden wir uns, werden wir eine Flagge auswählen. Vielleicht nicht im nächsten, aber dann dem Part. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Mal. Bis dann, tschüss.